Hallo alle miteinander. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Heute ist ein strahlend blaues Wetter. Ich habe euch mit ans Meer genommen. Ich hoffe, ihr hört so ein bisschen die Wellen plätschern. Ich bin mal ruhig. Ja, das ist schön, gell? Ich war lange nicht online bei euch, aber mir gingen in dieser Zeit sehr, sehr viele Gedanken herum in meinem Kopf und ich möchte euch erstmal eine Geschichte vorlesen und dann mit euch meine Gedanken dazu teilen. Ein Mädchen ging mit ihrem Freund, einem alten Seemann, am Kai spazieren. Sie hatte Probleme und grämte sich. Der Seemann fragte: Wenn ich von diesem Kai ins Wasser fiele, müsste ich dann ertrinken? Das Mädchen schaute auf die kalten Wellen, die sich an der Mauer brachen, und erwiderte: Natürlich würdest du ertrinken. Der Seemann widersprach: Ich habe noch niemanden ertrinken sehen, nur weil er ins Wasser gefallen ist. Ich würde nur ertrinken, wenn ich im Wasser bleiben würde. Die Kleine war nicht überzeugt. Aber du würdest doch mindestens eine schwere Unterkühlung bekommen und in ein Krankenhaus müssen. Der Seemann wiederholte: Nur wenn ich zu lange im Wasser bliebe. Als Seemann bin ich oft ins Wasser gefallen. Anfangs hatte ich große Angst davor, aber dann ist mir aufgefallen, dass überhaupt nicht viel passiert, wenn ich schnell wieder rausklettere. So, meine Liebe, ist es auch mit deinen Problemen. Anstatt dich darüber zu grämen, solltest du lieber überlegen, wie du sie löst. Na, findet ihr euch wieder in dieser Geschichte? Sie erzählt von Problemen, die wir haben und wie wir da wieder hinauskommen. Wir müssen Lösungen finden. Einfach gucken, wie wir sehr schnell Lösungen finden, um mit diesem Problem umzugehen. Wie ich euch schon mal sagte, ein berühmter Dichter sagte, der Søren Kierkegaard: Wir können das Leben nur rückwärts verstehen. Leben müssen wir es vorwärts. Es ist so wichtig, dass wir die Probleme angehen, dass wir sie einfach aus dem Kopf herausbekommen. Schreibt sie euch auf, lasst sie einen Tag liegen und am nächsten Tag überlegt ihr, wie kann ich mit diesem Problem umgehen? Was kann ich tun? Wo sind die Lösungen? Schreibt euch mehrere Lösungsvorschläge auf und ihr werdet sehen, es gibt immer für jedes Problem eine Lösung. Und ich spreche aus Erfahrung. Ich habe viele Probleme gehabt in meinem Leben, aber ich bin sie angegangen. Immer einen Schritt gehen, dann folgt der nächste. Schaut, es ist so einfach. Ich wünsche euch, dass ihr eure Probleme angeht, dass ihr vielleicht mal in die Ruhe geht, ans Meer fahrt, in die Berge, um über dieses Problem, was euch gerade belastet, nachzudenken. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Genießt die Ruhe, die ihr findet zwischen der hektischen Arbeit. Gönnt sie euch. In diesem Sinne freue ich mich, bald wieder bei euch zu sein. Eure Ruth.